Ich bin froh, dass ich keine habe. Meinst du, dass ich keine habe? Meinst du damit, dass du keine Ahnung hast? Mit keine habe? Nein, wenn ich keine Ahnung hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon welche. So, und was hättest du denn? Kinder. Ah, du willst mir also sagen, dass du froh bist, dass du keine Kinder hast. Richtig, die Verantwortung. Die Verantwortung, und das in der heutigen Zeit. Man weiß ja gar nicht, was morgen ist. Das hast du gestern auch schon gesagt. Man weiß ja gar nicht, ob man morgen noch etwas zum Essen hat. Ja, momentan hast du noch genug. Naja, den Rest von dem Weg, den habe ich. Aber was täten meine Kinder essen? Ja, du hast doch keine Kinder. Ich müsste dann den Rest von dem Weg, müsste ich dann ja an die hungrige Meiler verteilen. Und was mache ich mit dem Kleinsten, der noch gar keine Zehe hat zum Beißen? Na no, für den musst du nach einer Brust gucken. Wo kriegt man den Heiztag noch eine Brust her? Bei dem Fachkräftemangel da. Denk doch bloß einmal an die drei kleinen Buben, die da im Sandkasten gespielt haben. Ja. Und der eine von denen hat eine ganz tiefe Stimme gehabt. Wieso das? Ja, der hat gesagt, wir sind Drilling. Aber meine Mama hat bloß zwei Zapfstellen. Und jetzt geben sie mir immer Bärenmarke. Ja, du Scheiße, Blödsinn, dein Domina. Ja, komm, gang du. Dann mach der Vorhang auf. Ich mach meine Ansage. Also so ein Blödsinn, dein Domina. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei uns in der Meulesmühle und auch zu Hause bei Ihnen. Genau. Wir präsentieren Ihnen nun die bezaubernde studierte Psychologin Vera Deckers. Ja. Und direkt aus dem Odenwald kommend wird uns nicht nur am Klavier Daniel Helfrich unterhalten. Und wie immer hier an dieser Stelle Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Ja. Ich werde mal heiraten, sagt Theo, der kleine Wicht. Doch Kinder haben will ich nicht. Das, mein Sohn, kann man auch verhüten. Und was ist, wenn die heimlich brüten? Vorhang auf für Vera Deckers. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Und ja, ich wurde ja gerade schon geoutet, das ist ja tatsächlich wahr. Ich hatte wirklich Angst, ich muss wieder in meinen alten Job zurück, weil ich bin tatsächlich ursprünglich gelernte Psychologin. Und ich war so froh, ich hatte den Ausstieg ja geschafft, Gott sei Dank. Ja, weil dieser Job ist ja wirklich sowas von belastend. Du redest ja den ganzen Tag nur über Beziehungsprobleme, Vereinsamung, traumatische Kindheitserlebnisse. Und die Patienten, die haben dann auch noch all ihre eigenen Probleme. Das nervt, ja. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. So der Masterplan in der Pubertät war, ich wollte Schauspielerin werden. Genauer gesagt Filmstar. Na klar, was sonst. Ja, kam jetzt dazwischen, dass ich nicht wirklich aussehe wie so ein Filmstar. Ne, ich habe jetzt nicht so ein Wow-Gesicht, sondern mehr so ein, oh Gott, ja, so geht's ja auch irgendwie. Ja. Und mein Friseur sagt immer, ich hätte Feenhaar. Feenhaar, das ist eine Unverschämtheit. Das heißt, übersetzt, du hast dünnes Kackhaar, schneidest ab, du kannst nichts damit machen. Feenhaar, ja. Ja, da kommt schon Mitleidsapplaus, das ist völlig in Ordnung. Sie können klatschen, das ist völlig in Ordnung. Ich denke, es ist ja nett gemeint. Ich denke nur, wenn ich eine Fee wäre, würde ich mir doch als erstes mal schöne lange Haare wünschen. Feenhaar. Und ich bin manchmal wirklich froh, dass ich heutzutage kein Teenie mehr sein muss. Weil das geht ja wirklich in dem Alter, geht das ja schon los mit diesem Optimierungswahn. Mein Patenkind, die Melissa, die ist jetzt 13, die guckt jetzt diese ganzen YouTube-Tutorials. Bibis Beauty Palace ist sie sehr begeistert von. Und ich finde es so schlimm und sie findet es so toll. Die Bibi ist so toll. Die Bibi hat 10 Millionen Fans bei YouTube. Hast du eigentlich auch 10 Millionen Fans bei YouTube, Vera? Nein, ich habe Abitur. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, ich bin auch sehr stolz. Ja. Sie war völlig unbeeindruckt, hat die Bibi auch. Und ich finde das ganz toll. Ich werde zwar später auch mal machen. Ich werde Influencer, habe ich ganz viele Follower. Ich sage, Melissa, ich bin jetzt nicht von gestern. Ich kenne diese ganzen Begriffe ja schon auch, Influencer, Follower und so. Aber ich sage mir ehrlich, wenn du früher einen Follower hattest, dann hast du das Pfefferspray rausgeholt. Muss man auch mal ehrlich sagen. Ja, es ist doch wahr. Ja? Und ich bin ja schon froh, dass sie sich nur so Zöpfchen à la Bibi macht und nicht den Granny-Style. Habt ihr das schon mal gesehen, den Granny-Style? Großmutter-Stil? Das ist jetzt ein angesagter Trend bei Teenie-Mädels, die färben sich die Haare grau-weiß. Wirklich? Wo du denkst, was ist los? Frauen in meinem Alter machen sich Zöpfchen und die Teenies tragen den Granny-Style? Ich habe neulich aus Versehen einer 15-Jährigen über die Straße geholfen, weil die so orientierungslos da stand. Ja. Also in dem Alter ist es irgendwie die Mode, ne, oder das Styling. Und in meinem Alter geht es jetzt so los, da wird jetzt die Ernährung optimiert. Ich habe jetzt wirklich mittlerweile Freundinnen, die trinken grüne Smoothies. Grün! Gurke, Rucola, Spinat, ekelhaft, widerlich. Und wer hat sich das ausgedacht? Muss ich mal leider sagen, eine Frau. Und bei aller Liebe, das wundert einen nicht wirklich, oder? Seid mir ehrlich, kann man sich vorstellen, dass ein Mann auf so eine Knaller-Idee kommt? Nee, oder? Kannst du dir vorstellen, dass ein Mann so im Sommer da steht mit seinen Kumpels, sagt so, hey Jupp, sollen wir ein paar Würstchen grillen? Nee, ich hab unseren Salat püriert. Komm, Entschuldigung. Entschuldig bitte. Der kriegt auf die Fresse und zwar zurecht. Ja. Und meine Freundin, die drehen wirklich am Rad. Ich weiß, soll ich mit der Freundin zum Essen verabredet? Da sagt sie mir plötzlich, dass sie fastet und sitzt den ganzen Abend beim stillen Wasser. Und ich hatte natürlich so mein Bierchen, so einen Berg Nudeln vor der Nase. Dann war mir das auch peinlich. Ich sagte mal, da hättest du doch ruhig sagen können, dass du gerade fastest, dann hätten wir was anderes machen können, Kino oder so. Da sagt die allen Ernstes zu mir, nö, wieso? Ich guck dir gerne beim Essen zu. Aber entschuldig mal, das ist doch nicht der Punkt, oder? Man macht doch sowas einfach nicht. Komm, verabredest du auch nicht zum heißen Tinder-Date und sagst dann, du, ich lebe ja gerade enthalten, aber fang du ruhig schon mal an. Ja? Ich guck dir auch gerne dabei zu. Ja, und gerade so das Intervallfasten, ne, das ist ja gerade so mega angesagt, weil es ja so gesund und lebensverlängert und Dr. Eckhard von Hirschhausen rät. Und ich glaube das auch alles, ich habe da nur keinen Bock drauf. Weil kommt, Essen ist auch nicht nur Nahrungsaufnahme, es ist auch Genuss. Ne, man hat einen harten Tag gehabt, jetzt erstmal lecker Abendessen, du weißt, wird er stressig, dann erstmal schön frühstücken. Und ich weiß ja, man soll sich mit Essen nicht belohnen, aber ich sauf morgens so ungern. Ja, das ist so. Jetzt ist meine Zeit, oder? Wo sind die Säufer? Ah, ein paar feierfreudig sind dabei. Da freut man sich als Kölner immer, wenn man ein bisschen feiern kann. Ich bin auch gerade so enttäuscht, mir fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit gerade so, auch so im Freundeskreis. Ne? Ich merke jetzt zum Beispiel, wenn wir uns treffen, dann fällt jetzt ständig der Satz, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Ne? Ne? Man sagt sich das jetzt einfach immer so. Und ich denke jedes Mal so, na und? Ich meine mal ehrlich, wir sind auch nicht die Schönsten, wir sind auch nicht die Schlauesten, das sagen wir uns auch nicht die ganze Zeit, oder? Ja, stell dir mal vor, du würdest hingehen und sagen, du bist aber auch nicht das schärfste Messer in der Schublade. So gesehen. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Ja, und bei dir kommen die Einbrecher auch nur, um die Vorhänge von innen zuzumachen. Ja. Okay, vielleicht, ja. Vielleicht sollte man das einfach mal ausprobieren, vielleicht ist dann Ruhe. Aber ich kann es auch verstehen, es ist natürlich auch so klar, die Leute haben alle so ein bisschen Angst vor dem Älterwerden, weil mit diesem Optimierungswahn, den wir gerade in allen Bereichen haben, wenn das so weitergeht, dann musst du ja wirklich Angst haben, dass du im Alter richtig ins Burnout getrieben wirst. Verstehst du, ich bin jetzt schon 88 Jahre alt und ich mache ja auch immer noch sehr gerne Sport, aber ich fand es schöner, als die Wassergymnastik noch ohne Gewichte war, sag ich ehrlich. Ja. Ja, ihr lacht, die Hilde hat's nicht mehr nach oben geschafft. Ja. Ja. Und mit der Uschi ist doch neulich noch das E-Bike durchgegangen. Hier mitten im Stadtgarten hat sie aus der Kurve getragen. Tragisch, ja. Ich wollte ja auch gerne abhauen, aber wer pflegt dann meinen YouTube-Kanal? Melissa ist so stolz auf mich, ich bin die älteste Influencerin Deutschlands. Ich sag, Schätzelein, ich hab schon Leute beinfluenced, da hieß das noch Propaganda. Oh ja, oh ja, 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 es ist wahr, ja, ja. Ich hab 10 Millionen Follower und es werden täglich weniger.
Ich bin immer noch das Gesicht von Doppelherz und Doppelkorn. Ja, so sieht das dann wahrscheinlich aus. Wir werden alle Influencer, wir sind auch alle. Ich habe auch das Gefühl, wir nehmen uns gerade alle so wichtig. Ich habe auch mal überlegt, so ein bisschen psychologisch analysiert, woran liegt das. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir ständig nach unserer Meinung gefragt werden. Und du kannst doch wirklich mittlerweile, du kannst am Flughafen nicht mehr auf Toilette gehen, ohne dass du danach dein Erlebnis bewerten sollst. Ja? Ja, wo du denkst, ich war strullern, wie toll soll es wohl gewesen sein. Ja? Es wird immer absurder. Ich habe neulich bei Amazon, ich habe ein Buch entdeckt, dann wollte ich mal gucken, wie das so ankommt. Dann habe ich Bewertungen gelesen und hat einer wirklich geschrieben, ich habe das Buch nicht gelesen. So weit, so gut. Und darunter stand, 12 Personen fanden diesen Kommentar hilfreich. Warum? Ja. Ihr dürft ruhig klatschen, ist völlig in Ordnung. Ich sehe hier schon so, soll ich nicht? Ist völlig in Ordnung. Ja. Und bei Reisebewertungen finde ich das ganz schwierig, weil wenn du diese ganzen, man will ja eigentlich eine schöne Reise buchen, ja, man hat ja Lust drauf, aber wenn du diese ganzen Bewertungen liest, du hast irgendwann, hast gar keinen Bock mehr zu verreisen, du willst gar nicht mehr, weil, das muss man wirklich mal sagen, wir Deutschen sind so nörgelig. Wir beschweren uns wirklich über alles. Immer so, zu wenig liegen, der Klassiker. Ne? Der Strand war zu sandig. Zu viele Ausländer im Ausland, wer hätte das gedacht? Ja? Immer die gleichen Gesichter auf der Kreuzfahrt. Und ich habe wirklich unter allen Bewertungen nur eine gefunden, die ich sympathisch fand. Da hat einer geschrieben, der Hotelpage lässt keine Prostituierten aufs Zimmer und die Dusche ist zu klein für 4 Personen. Das ist doch eine gute Idee. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Vera, ja. Du hast mir vorher erzählt, ja, dass dir das schwäbische Publikum am liebsten sei. Oh, guck mal, da kriege ich schon so ein Damenbierchen. Dankeschön. Ja, Prost, Prost. Prost. Danke dir. Hallo. Prost. Ja, Moment, muss ich auch trinken? Weil man hier so gut bewirtet wird natürlich. Nein, aber das ist wirklich, ich weiß, das hört sich jetzt noch Schleimerei an, aber das ist tatsächlich so. Ich komme aus Köln, ich liebe die Kölner, keine Frage. Ja? Wir Kölner können zum Beispiel wirklich am besten feiern in ganz Deutschland. Das ist ja wirklich so. Wenn in Köln Marathon ist, da siehst du vor lauter Bierbuden keinen Läufer mehr. Ja? Das ist wirklich, das ist klar. Ja? Und der Kölner ist ja auch begeisterungsfähig. Das heißt, wenn ich in Köln zum Beispiel einen Auftritt habe, dann sind die begeistert, dann kommen die an und sagen, Vera, wann spielst du dein Solo? Ich komme in dein Programm, ich bin dein größter Fan, ich liebe dich. Und du siehst diese Leute nie wieder. Ja. Du siehst die Leute nie wieder. Man wollte eigentlich über diese tollen Menschen hier sprechen. Aber das ist die Einladung. Ja. Und das muss man aber erstmal verstehen. Dass die Kölner sagen, sie kommen und dann kommen sie nicht. Und deshalb, als ich hier das erste Mal in der Region aufgetreten bin, die Leute gesagt haben, ja, ich komme auch in dein Solo-Programm. Ich gesagt, ja, ist klar, die sagen das nur. Und dann sind die wirklich gekommen. Jetzt guckt er die noch. Kommen, wenn die das sagen. Und wenn die einmal da sind, dann lachen die den Eintritt auch wieder raus. Genau. Wenn der Schwabe beschlossen hat, sich zu amüsieren, dann zieht er das auch durch. Was das finde ich super. Zahlt die Schwirtnummer? Das ist super. Die richtige Einstellung. Ja. Ja, genau. Ja, das Kölsch. Das ist kein Kölsch. Nein. Kölsch. Ja. Na, ist vorteilhaft als Bühnenkünstlerin, als Unterhaltungskünstlerin, wenn man Psychologie studiert hat? Absolut. Ich war. Ja, weil es geht ja eigentlich letzten Endes immer um menschliches Verhalten, ne, was man versucht zu verstehen. Und da hilft der psychologische Hintergrund. Ich mache auch mittlerweile Vorträge zum Thema Kommunikation. Ah. Und das ist ganz schön. Ich kann so ein bisschen erklären, was alles so schief läuft. Und dann lacht man zusammen drüber. Und das macht auch viel Spaß. Ja, doch, das ist toll. Und das macht für die Nadelgestreifte diese Vorträge, also für diese Unternehmen, Konzernleitungen und so. Dass auch, die aber auch öffentlich hin und wieder tatsächlich mal. Also, toll, dann sehen wir uns spätestens nicht bei den Nadelgestreifte, sondern wahrscheinlich irgendwann wieder hier oder das so. Das hoffe ich doch. Ich muss euch jetzt leider unterbrechen, weil jetzt kommt unsere Hausband, Herrn Stumpfes, Zieh- und Zupfkapelle, mit dem Titel Alle meine Entchen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, das Köpfchen in das Wasser, das Schwänzchen in die Höhe. Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
sie wieder her, sonst will dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Händchen klein, ja, der ging ganz allein in die Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, und er ist wohlgemut. Aber Mama weint ja sehr, sie hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, kehrt nach Haus geschwind. Nach Haus geschwind. Kehrt nach Haus geschwind. Alfred hat mir gestern erzählt, dass er mit seinem Julian gar nicht zufrieden ist. Der will unbedingt Ingenieur werden und zerlegt jeden Wecker, den er daheim findet. Ja, 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 ja. Das ist schon nicht schlimm. Also in dem Alter von dem Buh habe ich das auch immer gemacht. Ja. Also die Wecker immer auseinanderbauen, dann habe ich mit Zahnrädern einen Kreisel gespielt. Ja. Aber danach dann ist echt exakt wieder zusammengebaut. Aber das tät der Julian aus, sagt der Alfred, aber er tät dann immer zu spät ins Geschäft kommen. Und das ist nicht. Ja. Das ist, deshalb ist ja der Alfred so dagegen, dass der Julian Ingenieur wird. Außerdem sei Ingenieur, also ein Weg, der in die Armut führt. Also ja, auf. Doch, weil er künftig, künftig doch die Roboter, die Maschine konstruiert und zusammenbaut. Ja, schon. Deshalb meint er soll lieber etwas werden, wo er mit dem Geld von anderen Leuten sein Geld verdienen tät. So wie sein großer Bruder. So, was macht er? Der ist Vermögensberater. Oha. Aktien, Derivate, Zertifikate. Der tät jeden Tag, an dem die an der Börse, also der Wecker, die Glocke klingen, also die Broker aufwecken tät, wäre der um einiges reicher als am Tag davor. So. Ja. Und das, obwohl seine Kunden, die er vermögensberatet hat, manchmal sich nicht einmal mehr in Wurstwege leisten könnte. Oha. Manche sogar Kinder verkaufen in Miesen. Ist ja Wolf, man kann doch keine Kinder verkaufen. Hast du eine Ahnung? Die Gebrüder Grimm haben Hänsel und Gretel x-mal verkauft. Sag mal, hast du noch alle Zahnräder im Hirn? Auf alle Fälle meint der Alfred, dass Ingenieur kein Beruf für sein Julian sei, wenn er nicht einmal den Wecker so zusammenbauen kennt, dass der rechtzeitig weckt. Tja, aber auf. Ja. Der Kerl ist gerade mal 8 Jahre alt. Ja, was Hänschen, ich kann kein Hans nimmer mehr. Das ist doch Blödsinn. Der Alfred meint, Kunstmaler soll der Julian werden. Ja. So wie der Rembrandt oder Bildhauer, wie der Michelangelo. Ne? Denn ihr Zeug, der hätte ja heute noch Millionen einbringen. Dabei hast du als Kunstmaler ja kaum Materialeinsatz. Ja, Leihwand, ein Pinsel, ein bisschen Farbe. Ne? Ja, gut, aber Kunstwerk ist es ja erst, wenn du die Farbe richtig auf dieser Leinwand verteilst. Nicht? Ja. Also wenn es dann ein Kunstwerk wird. Ja, deshalb bin ja ich auch eher für Bildhauer. Ach so. Da ist leichter, du musst ja bloß alles weghauen, was nicht wie ein Kunstwerk aussieht. Ne? Ja, natürlich. Ja, dann kann ich ja nur hoffen, dass der Gleu irgendwann zu einem Berufsberater geht und sich nicht von seinem Vater oder von dir beraten lässt. Vielleicht schafft es der Julian ja doch noch, dass er den Wecker so zusammenbaut, dass sein Vater nicht spät ins Geschäft kommt. Ja, gut, dann könnte er ja immer noch Ingenieur werden. Ne? Ja, oder Politiker. Ein Politiker kann auch keinen Wecker zusammenbauen. Naja, aber er kann die Leute dermaßen auf den Wecker gehen. Ja. Du gehst mir so langsam auf den Wecker. Komm, gang, und mach den Vorhang auf. Ja, ich gang ja.
sowas. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer, schwätzt man so unbedacht daher. Nur weil sich's reimt, muss es nicht stimmen. Den richtigen Beruf erklimmen ist schwer, das wissen alle Kids. Und ohne Fleiß, da wird's halt nix. Vorhang auf für Daniel Helfrich. Wunderschönen guten Abend. Trennkost ist kein Abschiedsessen. So heißt mein aktuelles Programm und ich trenne mich gleich mal radikal vom Sie. Ist es okay? Darf ich ihr zu Ihnen sagen? Ja? Darf ich Sie euchzen? Super. Meine Frau und ich, wir machen ja jetzt seit neuestem Trennkost. Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Wir hatten am Anfang so einen Hunger, wir haben vor 18 Uhr 3 bis 4 Kilo Kartoffeln verdrückt. Jeder 3 bis 4 Kilo. Worten sollen jetzt Tasten folgen. Und da ich heute Abend nicht zu Hause essen muss, habe ich für euch zur Feier des Tages ein Trinklied. Dürft ihr mal ein bisschen Hysterie hier in der Mäulesmühle hören? Ich habe ein Trinklied für euch. Ja. Übrigens, dieses Trinklied habe ich auch einigen Rappern angeboten. Eistee, den Fantas, die wollten es nicht. Spiel ich's. Egal, ein Trinklied, come on. Ich hab mich sehr gefreut, als mein Schatz mir sagte, lass uns doch mal einen Trinktag machen. Dieser Trinktag ist heute und als ich sie beim Aufstehen fragte, in welche Kneipe wir wollen, musste sie lachen. Sie sagte, wir bleiben heute zu Hause, das Ganze ist nur ein Versuch. Wir machen heute Entschlackung. Ich lese darüber grad ein Buch. Dann gab es Petersiliensaft und Birkenblättertee, eine Brunnenkresse-Schorle und Gurkenkraut-Frappé. Es gab Petersiliensaft und Birkenblättertee, eine Brunnenkresse-Schorle und Gurkenkraut-Frappé. Und wie das bei Trinkliedern so üblich ist, es muss mitgesungen werden. Die Mäulesmühle singt, come on! Es gab Petersiliensaft und Birkenblättertee, eine... Ich kann doch auch nichts dafür. Okay, wir vereinfachen das mal. Ich würde sagen, wir halbieren das. Männlein und Weiblein getrennt. Jeder nur 2 Getränke, dann sollte das doch funktionieren. Ich würde sagen, Ladies first. Die Frauen fangen an. Die Frauen singen Petersiliensaft und Birkenblättertee. Die Frauen singen Petersiliensaft und Birkenblättertee. Worauf die Männer kraftvoll einstimmen. Brunnenkresse, Schorle und Gurkenkraut, Frappé. Die Frauen fangen an. Es gab Petersiliensaft. Birken. Die Männer, eine. Gurkenkraut. Einigen auch besser bekannt als Borretsch oder Kurkuma-Kraut. Heilpflanze. Gut gegen Verstopfung, Melancholie, Furunkel. Und Achtung, Männer. Menstruationsbeschwerden. Ich persönlich bräuchte keine neue Weltanschauung. Ich will Bier und eine fette Haxe. Männer, wo seid ihr? Stattdessen hab ich nun beschleunigte Verdauung und trinke Regelschmerzen Prophylaxe. Sie sagte, du musst heute ganz viel trinken, dazu gibt's nur eine Karotte. Und während ich vor Hunger sterbe,
lähmt mich der Duft von Bergamotte. Denn es gab Petersiliensaft und Birkenblättertee, eine Bergamottquetschenwurzelsoda und Gurkenkrautfrappé. So, jetzt wieder ihr, die Frauen fangen an. Beruhigt euch, die Frauen singen Petersiliensaft und Birkenblättertee. Die Frauen singen Petersiliensaft und Birkenblättertee. Worauf die Männer kraftvoll einstimmen: Bergamott, Queckenwurzel, Soda und Gurkenkraut. Konzentriert euch! Es gab Petersiliensaft und Birkenblättertee. Die Männer, eine Sag mal, kann das sein, dass dieses Lied bei den Frauen einfach besser ankommt? Die Queckenwurzel wirkt durchspülend auf die ableitenden Harnwege. So. Alle Männer mal. Ich glaube, da hat der eine oder andere Mann schon Erfahrung mit der Queckenwurzel gesammelt. Kann das sein? Und bei einer Ackerschachtel Halmkrautbrause mit einer Brennnessel-Zinnkraut-Thymian-Mischung, einem Radicchio-Saft mit Gartenbohnenhülsen, grünem Hafer und Holunderblütenöl. Ich finde es einen kleinen Applaus wert. Verging mir dann das Lachen, als sie meinte, so einen Trinktag werden wir ab sofort einmal in der Woche machen. Oh no. Dankeschön! Daniel! Dankeschön! Bitte! Daniel, so eine Sache musst du daheim trinken, ist ja furchtbar. Ist ja furchtbar. Frag nicht! Da wäre ein Prosit der Gemütlichkeit und so, das wäre doch, das kann jeder singen, weißt du? Ja. Du sagst auch, du willst nicht nur Wort spielen, sondern auch Sprache beißen. Das merkt man, dass du unheimlich in der Lage bist, Worte schnell auszusprechen. Da, wo ich noch viele A's und O's und hab, da bist du voll drauf. Hast du ganz spezielle, mit deiner Ausbildung, eine Sprachschnellschwätzausbildung? Nein, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe das von Anneliese Burkhardt, Camilla, Dorothea, Eberhard, Fritz, Gottfried, Hedwig, Irmgard, Jakob, Grimhild, Leonard, Margarete, Norbert, Ottilie, Paul, Quintinius, Roswitha, Sigmund, Theodor, Ulrich, Valentin, Waldemar, Xaver, Yvonne, Zacharias. Hast du von denen gelernt? Ja. Leck mich am Arsch. Da kann ich bloß sagen, Pipi-Motive, sag halt sie. Ja. Da fällt mir sonst nichts mehr. Ja, liebe Leute, Achtung. Liebe Freunde, leider sind wir am Schluss für heute. Zum Schluss, ich hab's vergessen, ich komm nun mein neuestes Gedicht. Manch ein Vater sorgenvoll fragt sich, was Bübchen werden soll. Programmierer, Metzger oder Friseur, auch Baggerführer gefällt ihm sehr. So viel ihm in dem Kopf rumschwirrt, wenn's dumm läuft, wird er gar Wirt. Der Karre weiß, dann läuft's nicht rund. Leg mich am Arsch. Und bleiben gesund. Jetzt ist los, ja leider. Es war doch grad so heile. Jetzt ist Hammer keins für die nächste Feinde in der Heule. Ja, jetzt ist Hammer keins.